Hallo liebe Schachfreunde, heute zeige ich euch die erste Partie des Halbfinales zwischen Magnus Carlsen und Nodir Bek-Abdusatorov von der Freestyle Goat Challenge 2024 in Weißenhaus. Eine bemerkenswerte Partie, aber um es vorwegzunehmen, ich würde niemandem empfehlen, die Eröffnung von Magnus Carlsen zu kopieren. Wir haben hier die Ausgangsstellung und das ist nicht unbedingt eine leichte Stellung. B2 und G2 bzw. B7 und G7 sind ungedeckte Punkte. Und der König in der Mitte ist auch nicht super sicher aufgestellt. Auch die Läufer auf B1 und G1 sind manchmal nicht einfach zu entwickeln. Eine aus meiner Sicht normale Eröffnung wäre hier zum Beispiel F4, das öffnet die Diagonalen des Läufers und der Dame und der Turm auf F1 steht für F4 auch ganz prima. Sollte Schwarz diesen Bauern gleich attackieren und E5 spielen, so könnte man F E5 und nach Dame E5 Springer B3 spielen und der Punkt B2 ist taktisch gedeckt. Dame schlägt B2, würde natürlich mit Läufer D4 beantwortet werden. Und die Dame muss ausweichen nach A3 und es hängt der Bauer auf G7. Und selbst wenn Schwarz nach Springer B3 F6 spielt, könnte Weiß mit Dame G3 fortsetzen. Und auch hier ist Dame B2 ein grober Fehler. Auch hier funktioniert Läufer D4 und nach Dame A3 Läufer C5 mit klarem Materialgewinn für Weiß. Eine andere ganz natürliche Aufstellung wäre zum Beispiel E4, E5 und F3. Diese Bauernstellung ermöglicht auch eine schnelle Entwicklung des Königsflügels, zum Beispiel mit Läufer E3, Dame F2, der G-Rochade und Springer G3 und so weiter. Nun, Magnus Carlsen eröffnet hier mit einem Zug, den wohl kaum ein starker Spieler auf seinem Radar haben würde. Er spielt hier G2, G4. Nicht, dass G4 prinzipiell schlecht ist. Wir sehen das gelegentlich im Schach 960, aber in der Regel steht dann eine Schwerfigur auf G1 oder ein Läufer oder die Dame auf H1. Dann kann man G4 absolut gut verstehen. Warum Carlsen hier G4 gespielt hat, hat er nach der Partie so beantwortet, dass ihm nichts Rechtes eingefallen sei auf die normalen Züge. Aber ich denke, die ganze Wahrheit war das nicht. Ich war selbst in Weißenhaus anwesend und was mir aufgefallen ist, ist, dass Carlsen vor Beginn der Partie, als die Spieler 15 Minuten Zeit hatten, die Stellung zu analysieren, sich nicht mit anderen Weißspielern zusammengesetzt hat, sondern er hat ganz allein für sich in die Stellung hineingedacht. Und unter dem Aspekt ist es sicher klüger, einen Zug zu wählen, den Abdusatorov und die anderen Schwarzspieler, die die Ausgangsstellung gemeinsam analysiert haben, ganz sicher nicht in Betracht gezogen haben. Auf diese Art und Weise stellt Magnus Carlsen sicher, dass Abdusatorov vom ersten Zug an auf unbekanntem Terrain ist. Es ging ja weiter mit E5, Springer G3 und F6. Abdusatorov wählt also genau diesen Aufbau mit E5, F6, der guten Einfluss aufs Zentrum nimmt und deswegen ganz natürlich aussieht. Hier kam D2, D4 von Magnus Carlsen. Ich hätte gedacht, es geht hier mit C3 weiter und nach D5 mit F4 oder D4. Zum Beispiel nach F4 Springer H5, G5 und E3, das wäre ein interessantes Gambit. Fe3 dürfte sich Schwarz nicht erlauben, hier käme Springer F6 mit besserem Spiel für Weiß. Auch F4 statt C3 ist interessant, ebenfalls mit der Idee nach E schlägt F4 Springer H5 zu spielen. Carlsen spielt also D4 und ist bereit, hier den D-Bauern zu opfern und Abdusatorov antwortet mit Springer B6. Er hätte das Gambit ruhig annehmen können und vielleicht auch annehmen sollen.
Nach E schlägt D4 hätte Carlsen ganz sicher nicht Dame B4 gespielt. Das ist zwar ein Doppelangriff und gewinnt sofort den Bauern zurück, aber das ist nicht Carlsens Stil, die Dame in so frühem Stadium zu exponieren und die Entwicklung der Leichtfiguren zu vernachlässigen. Ich vermute, dass nach E schlägt D4 F4 gekommen wäre. Nun hängt der Bauer D4 und nach C5 C3. Und nach D schlägt C3, Dame schlägt C3 mit unklarer Stellung. Weiß hat ein echtes Gambit hier gespielt, er hat einen Bauern geopfert. Sicherlich wird Schwarz mit B6 den Bauern erst einmal behalten und es ist fraglich, ob Weiß wirklich genug Kompensation hat. Er hat zwei Figuren im Spiel, aber beim Kampf ums Zentrum würde der Schwarze dem Weißen in nichts nachstehen. Zurück zur Partie. Nach Springer B6 kam Springer D3, das zielt nach C5, also D6 und nun F3. Das sieht nicht wirklich schön aus, F3 und G4. Der G-Bauer hätte es viel lieber, wenn sein Nachbar neben ihm stehen würde, aber nach F4 würde E4 kommen und der Springer von D3 wird zurückgeworfen, was Schwarz sofort einen Raumvorteil im Zentrum sichert. Also F3 und nun E schlägt D4. Hier verschärft Schwarz nun doch das Spiel. Er hatte eine Reihe anderer vernünftiger Züge, Läufer F7, Springer G6, Läufer E6, C6, sind alles ordentliche Entwicklungszüge. Nach E schlägt D4 kam Läufer D4 und nun eben C5 und nach Läufer C2 C4. Das war eben die Verlockung, der er nicht widerstehen konnte und deswegen hat er auf D4 genommen. Wobei auch hier Schwarz noch andere sehr ordentliche Fortsetzungen gehabt hätte. Läufer C7 nebst der C-Rochade wäre hier sehr ordentlich für Schwarz. Dadurch, dass er die Punkte C4 und vor allem D5 gut kontrolliert, ist es überhaupt nicht tragisch, dass der Bauer D6 formell rückständig ist. Zum Beispiel C3 und C-Rochade für Schwarz. Und die Stellung ist völlig in Ordnung. Hier und wie auch in der Partie müsste Weiß noch ordentlich arbeiten, um diesen extravaganten Aufbau mit G4 und F3 zu rechtfertigen. Aber in der Partie kam C4 und nun trifft Carlsen nach längerem Nachdenken eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Er spielt hier Läufer B6 und nach A schlägt B6 Springer B4. Auf diesem Feld B4 steht der Springer zunächst einmal sicher und kann nicht vertrieben werden. Hier sehen wir die fundierte positionelle Herangehensweise von Carlsen. Er ist sogar bereit, den schwarzfeldigen Läufer zu geben, um dem Springer ein sicheres Feld zu verschaffen. Hier ging es weiter mit D5 und C3 und bei dieser Bauernstellung hier ist die Sache eben doch ein bisschen anders. Der Punkt D4 ist umkämpft und wenn es Weiß gelingt, eine Blockade auf diesem Feld zu errichten, dann kann er langfristig auch auf ein Spiel gegen den Bauern D5 hoffen. So war wohl Carlsens Kalkulation. Und um diese Felder D4, E3, F4 dreht sich das Spiel in den nächsten Zügen. Abdusatorov spielte hier Läufer F4, das verhindert Dame D2 oder auch E2, E3, was den weißen Einfluss auf D4 eben vergrößern würde. Eine Alternative und Spieler wie Hikaru Nakamura hätten wahrscheinlich so gespielt, wäre Läufer D6 und nach Dame D2 Läufer B4, CB4, G6 zum Beispiel und nach der G-Rochade Dame E6. Und Weiß hat keine so gute Kontrolle über den Punkt D4 und auch keinen Druck auf D5. Auch das ist eine unklare Stellung mit Chancen natürlich für beide Seiten. In der Partie kam Läufer F4 und Springer H5 war die Antwort. Er bekämpft also sofort diesen schwarzfeldigen Läufer von Schwarz, der ja keinen Gegenspieler hat.
Läufer H6 und F4. So wird dieser Läufer vorübergehend kaltgestellt. Hier kam nun die C-Rochade von Schwarz. Und wenn wir hier einmal kurz Halt machen und versuchen, nach klassischen Kriterien eine Stellungsbewertung vorzunehmen, ja, dann muss das Fazit eigentlich sein, dass Schwarz die besseren Perspektiven haben sollte. Denn er hat stärkeren Einfluss aufs Zentrum. Okay, er hat einen rückständigen Bauern, aber auch Weiß, das dürfen wir nicht vergessen, hat einen rückständigen Bauern und Schwarz eben die halboffene E-Linie. Dazu kommen bei Weiß auch noch Felderschwächen. E3, E4 sind nicht gerade super überdeckt. Auch der weiße König ist noch nicht in Sicherheit. Natürlich haben beide, also auch Schwarz, die Entwicklung noch nicht beendet. Also könnte man Fazit ziehen, Schwarz steht wohl etwas besser, aber das moderne Schach gehorcht eben nicht immer den klassischen Prinzipien. Laut Computer ist die Stellung hier in etwa ausgeglichen. Weiß muss allerdings höllisch aufpassen. Zum Beispiel ist jetzt F6, F5 ein Thema und natürlich auch D5, D4. Diese Gegenüberstellung von Turm und weißem König wird der Weiße nicht lange aushalten. Hier kam Springer G6, das entkräftet F6, F5 und G7, G6. Natürlich ist D4 eine sehr ernstzunehmende Alternative, denn jetzt muss erst einmal der weiße König hier weg von D1. Das geht am besten mit Läufer F5 und nach König B8 oder König C7 der weißen C-Rochade. Und Schwarz hat viele Möglichkeiten fortzusetzen, G6, Springer G6, Dame E3, D schlägt C3, alles sehr interessante Möglichkeiten, wobei Weiß tatsächlich die Stellung im Gleichgewicht halten kann. Zum Beispiel Dame E3, Dame D2, Dame schlägt D2, Turm D2, D schlägt C3, Turm D8, Turm D8 und B schlägt C3. Mit etwa gleicher Stellung. Der Dampf ist raus. Schwarz, wie man gut sehen kann, hat nichts erreicht, weil er nicht optimal entwickelt ist für diese aktive Operation hier im Zentrum. Kommen wir zur Partie zurück. Obtusatorov hat also G6 gespielt. Carlsen spielt hier E3, um nach Dame D7 den hängenden Bauern G4 mit Dame E2 zu decken. Er hätte statt E3 auch Dame F2 spielen können, das wäre aktiver, droht Dame B6 und nach Dame D7 könnte Weiß hier ein teufelsstarkes Bauernopfer wieder einmal anbieten. Läufer C2, dieser bescheidene Zug des Läufers, sichert nach Dame G4 und der C-Rochade dem Weißen ein hervorragendes aktives Spiel mit sehr guter Kompensation für den geopferten Bauern. Es hängt der Bauer D6, um nur eine Variante anzuspielen. Hier Turm D6 zum Beispiel, E4, Dame D7 und König B1. Die Idee wäre nun E5 zu spielen, nach DE4 aber käme Springer E4. Und das wäre schon ein besseres Spiel für Weiß. Fast alle weißen Figuren stehen bereit, um auf den schwarzen König loszugehen. Nach Dame F2, um das der Vollständigkeit halber zu sagen, wäre D4 eine bessere und verblüffenderweise auch notwendige Fortsetzung. Und nun wäre die G-Rochade die richtige Fortsetzung für Weiß mit unklarem, aber wohl etwas leichterem Spiel für Weiß. Nach E3 kam, wie schon angedeutet, Dame D7. Weiß spielt Dame E2. Turm FE8 macht weiter Druck im Zentrum und belagert den Bauern E3 und Springer C2. Weiß kopiert den Springer um.
Nach diesem Zug ist aber endgültig klar, dass Schwarz hier zum ersten Mal das Heft richtig in der Hand hat. Weiß bekommt zwar D4 unter Kontrolle, aber auf Kosten von Zeitverlust. Schwarz spielt hier Läufer F8. Er aktiviert den schwarzfeldigen Läufer, der natürlich nach C5 zielt. B4 von Weiß und hier kam Läufer E6. Dieser Zug gefällt mir allerdings nicht. Der Läufer G8 steht nicht so schlecht, wie es aussieht. Er deckt ja den wichtigen Bauern D5. Und eventuell soll ja irgendwann tatsächlich einmal ein Angriff auf den Bauern E3 erfolgen. Dann müsste der Läufer von E6 schon wieder wegziehen. Nein, der Springer H8 musste hier ins Spiel gebracht werden. Springer F7 war hier die richtige Fortsetzung und nach Springer D4 Springer D6 mit unklarem Spiel weiterhin, aber wohl langfristig besserem Spiel für Schwarz. Nicht nur wegen des Läuferpaars, sondern auch wegen der guten Kontrolle hier im Zentrum. Schwarz wird sich in Ruhe aussuchen können, wann er den Springer auf E4 platziert, ob er den Springer D4 mit dem Läufer von G7 aus angreift, um diesen Springer im passenden Moment abzutauschen, oder ob er erstmal auf der E-Linie die Türme verdoppelt, um weiter Druck zu machen. Ich denke, dass Weiß hier vor schwierigen Zeiten gestanden hätte. Die einzige aktive Möglichkeit für ihn wäre hier wohl A4 und A5, aber dieser Flankenvorstoß sollte bei so starkem Zentrum von Schwarz eigentlich gut abgewehrt werden können. Kommen wir in die Partie zurück. Es geschah also Läufer E6, der Bauer G4 hängt, es kam H3 und H5 und hier Springer D4. Und diese kleine Finesse erlaubt es dem Weißen hier, am Königsflügel weiterhin die Kontrolle zu behalten. Nach H schlägt G4 kam F4, F5 und hier muss Schwarz, und das hat er wohl übersehen, Läufer F7 ziehen, denn GF5 wird mit Springer E6, Turm E6 und Läufer schlägt F5 beantwortet mit Qualitätsgewinn für Weiß. So geht es natürlich nicht, ebenso Läufer F5, Springer GF5, GF5 und Läufer F5, das wäre noch schlechter für Schwarz. Also Läufer F7 und nun H schlägt G4 und Dame C7, das greift den Springer G3 an. Die Antwort von Carlsen war Dame F3, Läufer H6 greift E3 an, Turm E1 und Läufer G5. Und wenn wir hier erneut in aller Ruhe eine Stellungsbewertung vornehmen, dann sehen wir weiterhin rückständige Bauern auf beiden Seiten. Die Figurenstellung gibt aber eindeutig Pluspunkte für Weiß. Alle drei Leichtfiguren von Weiß stehen besser als die schwarzen Leichtfiguren. Die Weißen sind quasi am Sprung ins schwarze Lager, wohingegen die Schwarzen doch sehr unbeweglich und passiv stehen und keinen besonderen Druck auf die weiße Stellung ausüben. Nicht einmal der Läufer G5, okay, Läufer H4 muss man im Auge behalten, aber das kann Weiß, wie wir doch sehen werden, nicht sonderlich erschüttern. Die Könige stehen beide etwa gleich und für den Moment durchaus sicher. Ja, Weiß hat aber eine Figur, die noch nicht im Spiel ist, und das ist der Turm A1. Und genau den aktiviert Carlsen jetzt. Er spielt A2, A4 und eröffnet hier am Damenflügel eine neue Front. Hier kam nun G schlägt F5. Die alternative Läufer H4 kann Weiß mit Turm G1 beantworten. Und nach Dame E5, Springer F1 ist E3 wieder sehr ökonomisch gedeckt. Schwarz kommt hier nicht weiter. Von daher hat Abdusatorov auf Läufer H4 verzichtet. Er hat G schlägt F5 gespielt
Und nun kam Läufer F5 von Magnus Carlsen. Er spielt hier streng nach positionellen Regeln. Dieser Läufer soll den Springer abtauschen, der über G6 nach E5 möchte. Der Computer spielt hier trocken Springer GF5 und lässt Springer G6 zu. A5, Springer E5, Dame G2 mit besserem Spiel für Weiß. Aber das ist irgendwo völlig unklar für einen menschlich Denkenden. So etwas lässt man, wenn es möglich ist, besser nicht zu. Und deswegen hat Carlsen, wie schon gesagt, Läufer F5 gespielt. Das ist ein Schach. Es ging hier weiter mit König B8 und Turm E2. Das entkräftet Läufer H4. Hier kam nun Springer G6 und Läufer schlägt G6 wie geplant. Läufer G6 und Springer GF5. So hat Weiß die Stellung hier am Königsflügel weiterhin unter Kontrolle, auch wenn es objektiv wieder ausgeglichen ist. Nachdem Weiß nun keinen weißfeldigen Läufer mehr hat, ist das Feld E4 schwach geworden und Abtusatorov steuert natürlich direkt die Dame auf dieses Feld. Er spielt Dame E5. Und nach A5 kam Dame E4. Eine kleine Ungenauigkeit. B schlägt A5 war hier die richtige Fortsetzung. Nach Turm A5 und Dame E4 und dem Damentausch auf E4, Turm EA2. Das droht Turm A8 und eventuell Springer E6. Mit anderen Worten, der Turm E4 darf sich nicht am Bauer G4 vergreifen. König C7 ist klar besser und nach Turm C5 König B8 sollte Weiß hier wohl die Zugwiederholung ansteuern, denn am Königsflügel hat Schwarz mittlerweile jede Menge Drohungen. In der Partie kam Dame E4, wie gesagt, ein bisschen zu früh. Nach Dame E4 und Turm E4, so war also die Partiefortsetzung, kam nun A schlägt B6 und Turm G4. Und diese Stellung hat Weiß ganz einfach besser abgeschätzt, obwohl es richtig und natürlich erscheint, hier diesem Springer auf F5 hier seine Stütze herauszuhauen. Aber der Nagel auf B6 ist sehr unangenehm. Ja, und wie gesagt, Weiß hat das einfach besser abgeschätzt. Turm EA2 droht matt auf A8, Turm G1, König E2, Turm A1 und Turm A1. Soweit war das sicherlich auch von Abtusatorov im Voraus gesehen worden, aber eben, wie gesagt, nicht richtig eingeschätzt. Der H-Linie kommt nun eine große Bedeutung zu. Und Springer E7 ist auch eine gefährliche Drohung. Danach eventuell Springer E6, Springer B5 oder so etwas Ähnliches. Auf einmal ist die schwarze Aufgabe äußerst schwierig geworden. Spielt er zum Beispiel hier Turm H8, so kommt Weiß mit Turm A5 daher und nach Läufer F7 ganz einfach Turm C5 nebst Turm C7. Es ist klar, dass Turm C8 nicht geht wegen Turmtausch auf C8 und der Gabel auf D6. Schwarz spielt hier Turm E8, nun kam Turm H1 und Turm F8. Aber Schwarz verliert hier völlig die Übersicht. Seine Stellung war schwierig. Am besten war hier Läufer F5, Springer F5 und Läufer F4. Um diesen Läufer von G5 ein bisschen mehr ins Zentrum zu bringen. Von G5 schaut er zwar auf E3, aber das ist eine reichlich schwache Drohung. Mehr tut dieser Läufer auf G5 nicht. Turm F8 allerdings ist ein klarer Fehler nun. Hier kam Springer D6. Und mit diesem schönen Zug, der sehr eindrucksvoll das Prinzip der Hemmung des gegnerischen Spiels verdeutlicht, beendet Carlsen die Partie. Tatsächlich hat Abtusatorov hier schon aufgegeben.
Das erscheint überraschend und zunächst mal ist man erstaunt. Es scheint ja nichts Konkretes zu drohen, aber man muss genau hinsehen. Schwarz hat tatsächlich keine sinnvollen Züge zur Hand. Weder kann der schwarzfeldige Läufer ziehen, der weißfeldige Läufer muss H7 überdecken, sonst ist Turm H7 einfach zu stark. Der König kommt nicht raus aus seinem Gefängnis und F6, F5 ist mit Springer E6 leicht zu widerlegen. Es bleiben also letztendlich nur Turmzüge auf der Grundlinie, denn der weiße Turm darf ja nicht nach H8 gelassen werden. Und beispielsweise nach Turm D8 gewinnt einfach Springer E6 und nach Turm G8 Springer C5 und so weiter. Schwarz steht hier tatsächlich schon kurz vor dem Matt. Wieder einmal ein beeindruckender Sieg von Magnus Carlsen, der in der Eröffnung hohes Risiko gegangen ist und es sich geleistet hat, wichtige Eröffnungsprinzipien nicht zu beachten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Partie überhaupt hier zeigen soll, denn ich möchte nochmal ausdrücklich vor Nachahmung einer solchen Eröffnung warnen. Es gibt ganz sicher nur wenige Spieler auf der Welt, die ein so feines Gespür dafür haben, wie viel Risiko sie eingehen dürfen und was so gerade noch eben spielbar ist, um die Partie im Gleichgewicht zu halten. Aber ich habe mir die Partie nun schon einige Male angesehen und muss sagen, dass sich immer wieder neue Feinheiten und auch tiefgründige Ideen entdeckt hat, mit denen Carlsen agiert hat. Und deswegen lohnt es sich schon, sich gründlich mit dieser Partie auseinanderzusetzen. Zum Beispiel hat Carlsen beim Abtausch des Läufers auf B6 möglicherweise schon vorausgeahnt, dass irgendwann einmal der Vorstoß A4, A5 zu einem wichtigen Thema werden könnte. Und genau diese Idee war ja dann sogar spielentscheidend. Ja, mit diesem Sieg hatte Carlsen die Voraussetzung für den Halbfinalsieg geschaffen. Das Rückspiel hat er dann ohne große Probleme remis gehalten. Und wie es ihm im Endspiel gegen Fabiano Caruana gegangen ist, das sehen wir im Video von nächster Woche. Danke fürs Zuschauen und bis dann!